Transferroute ineffizient. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Anno 2205 und die lieben Freunde labern hier schon wieder, wie als ob sie nichts Besseres... Ja, ist gut. Könntet ihr mal ganz kurz Dankeschön? Genau, wir sind jetzt in der Arktis, weil wir brauchen mehr Neuroimplantate. Die braucht man ja irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Die werden gebaut aus Molybdän, richtig, ne? Wenn ich das korrekt genau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Replikatoren habt ihr ja auch zu wenig, das ist richtig. Haben wir denn hier irgendwo noch einen Minenplatz, der frei ist? Ja, wie viel Strom produzierst denn du? Kann ich jetzt auch nicht so ganz wegnehmen. Aber von denen würde ich ja eigentlich echt gerne auch weggehen. Also früher oder später. Haben wir schon noch eine andere Insel hier? Haben wir bestimmt nicht, ne? Wo ist ein Schiffchen? Achso, Schiffchen war gerade unterwegs. Schiffchen ist da unterwegs. Schiffchen ist gar nicht unterwegs gewesen, oder wie? Gut, da auch hier natürlich einmal schick die Quest erledigen und Molybdän ist halt hier Mangelware. Arbeiter haben wir noch genug, das ist okay. Und was sollen wir jetzt machen? Ach Gott. Wir müssen den blöden Dingen wieder folgen, oder wie? Die liegen aber alle hier. Sehe ich das richtig? Ja, Gott sei Dank. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Wir wollen natürlich eigentlich auch alle Sektorenprojekte abschließen, wobei ich im Moment mich echt frage, wie ich das jemals schaffen soll und wie lange wir denn hier für dieses Let's Play brauchen werden. Ich glaube, wir haben noch kein einziges vollständig abgeschlossen. Ja, also auch in unserer unserem ersten Sektor nicht. Sie haben den Auftrag ganz vorzüglich erledigt. Sie sind da, gut. Mhm. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Super. Projekt? Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen uns mal kurz das hier holen, damit wir nochmal eins, zwei... Ah, hier sind aber auf jeden Fall nochmal ein paar Minenplätze. Supi. Können wir gebrauchen? Arbeiter, haben wir noch Strom? Geht so, ha? Huh? Was macht denn das Methaneis? Stopp, hier würde ich das eigentlich ganz gerne sehen. Haben wir plus zwei. Wie viel für brauchst du? Ich glaube, das sehe ich hier besser, ne? Minus sechs. Also ist halt die Frage, ob wir... Von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden. Ja, der ist wirklich bildhübsch, dieser. Keine Berichte schicken oder sowas. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Oh. Seaman International ist eine der am schnellsten wachsenden Firmen der Welt. Und das ist kein Wunder. Höchstwahrscheinlich nicht. Komme ich hier lang? Wunderbar. Damit haben wir das weiter und... brauchen noch mehr Neuroimplantatoren und so. Ein paar Äuglein. Die Frage ist, wo bauen wir das denn hin? Hier könnten wir im Zweifelsfall vielleicht... Das ist ja so eine Pillenproduktion, richtig? Genau. Vielleicht könnten wir die hier... irgendwie so lang denn ausbauen, damit wir hier mehr... Häuser hinsetzen können. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich. Man will ja auch ein bisschen Leute hier noch haben. Offensichtlich habe ich hier beschlossen, die hier hin zu bauen. Und dann baue ich Neuroimplantatoren. Neuroimplantate natürlich, nicht Neuroimplantatoren, obwohl das auch sehr witzig klingt. Bauen wir hier mal eine gerade Straße hin. Und dann so eine. Richtig ziehen wäre natürlich auch noch geil gewesen. Oh, wir haben ja total viel Plus.
Wieso exportieren wir denn nicht einfach mehr? Entschuldigt. Hier, denn... Habe ich nicht aufgepasst. Wird aktualisiert. So, und hier haben wir zu wenig. Wir brauchen mehr Drinks hier. Das nehmen wir vielleicht in Angriff. Komm mal her, hier, lad mal. Abbrechen, laden. Bauen wir hier drüben noch ein paar... Das Problem ist, guckt mal, wir brauchen jetzt hier total viele Arbeitskräfte, die ich eigentlich gar nicht brauchen will. Obwohl 2500 jetzt auch nicht so viel sind eigentlich, aber... Wie sieht es denn jetzt hier aus? Früchte ist minus, Getränke ist minus, alles ist minus. Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Wasser gibt es hier auch noch. Ja, wir schauen uns das natürlich gleich an. Plus 48 ist aber, glaube ich, immer noch zu wenig, ne? Eine schöne Werft und sie setzt nur Staub an. Ja. Das ist eine Schande. Gut. Sollte reichen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen jetzt die Früchte? Plus minus 0. Wunderbar. Dann nehmen wir mal die Drinks. Schieben da mal den Überfluss darüber. Sortiere Daten. Und dann... Da haben wir jetzt auch plus 3. Na supi. Ich glaube, wir werden hier nie fertig. Aber... Was bräuchten denn die hier, um jetzt hier aufzusteigen? Ihr habt ja ansonsten noch gar nichts, ne? Ihr habt auch noch keine Neuroimplantate. Kann ich denn vielleicht irgendwie schon wieder irgendeinen... Hallo, Sie haben den Wunsch geäußert, bei mir vorzusprechen. Nee, habe ich nicht. Ich würde gerne irgendwas aufkaufen. Kann ich aber irgendwie nicht. Das sehen bestimmt auch nicht, ne? Keine Chance. Mond? Auch nicht. Fassen Sie sich kurz. Unsere Kontrahenten ruhen. Hier fast. Ich hätte eigentlich jetzt ganz gerne noch eine andere Arktisregion gehabt, aber ich muss jetzt nochmal hier rüberspringen, um ein paar Neuro... Ich warte hier. ...Implantate noch herzustellen. Molybdän haben wir jetzt ja ein wenig Überschuss. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Mhm. Wir kriegen das gleich hin. Einen Moment. Ich habe hier irgendwie aus irgendeinem Grund die Straßen ja so bekloppt gebaut. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ach ja, ist ja gut jetzt, Junge. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Kümmern wir uns auch gerne gleich drum, um den Energiebedarf. Oder machen wir das doch? Ich weiß nicht, ob wir damit besser kommen, wenn wir hier das vielleicht lieber einfach so bauen. Dann können wir hier hinten jetzt nochmal Strom uns ein bisschen abnassbaren. Reicht immer noch nicht. Wer hätte das erwartet? Die Arbeit hört nie auf, was? Nee, tut's irgendwie nicht. Ah, Methan ist halt plus 2. Wir bräuchten aber halt noch mehr. Deuterium ist auch irgendwie minus 2.
Was haben wir denn hier? Haben wir hier auch noch irgendwo? Das ist Methaneis. Bauen wir halt nochmal Methaneis. Ich meine, unsere Bilanz ist oder so gerade schon wieder am Arsch. Entschuldigt, wenn ich das mal so sage. Und dann baue ich ganz einfach wirklich schlicht hier ein Kraftwerk hin. Haut das hin mit dem Methaneis? Ja. So, und Molybdän hatten wir hier irgendwo nochmal abgebaut, ne? Da hatten wir aber, oh, da hatten wir schon eine volle Mine auch wieder gemacht. Oh. Also was man davon alles verbraucht. Was macht hier eigentlich der Strom? 40. Ist jetzt nicht so doll. Nochmal 3. Haben wir wenigstens ein bisschen was gespart. Ja, ich weiß, du hast keine Straße. Mach mal dicht. Daran soll es nicht scheitern. Plus 19 und dann kriegst auch du nochmal welche. So. Wunderbar. Jetzt haben wir Molybdän im Plus, wir haben Neuroimplantate im Plus und wir haben Deuterium kurioserweise nicht im Plus. Habe ich denn hier irgendwo noch so eine Deuterium-Farm? Wie sieht denn das aus? Das ist, glaube ich, auch so ein Küstenbauplatz. Das sind Korallen. Das sind Korallen? Wie sieht denn Deuterium aus? Nee, das hier. Nee, ist Methaneis. Das hier. Ah, ja, genau. Diese komischen Siebe angeblich. So, plus 4. So, was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich hier? Ach, hier vielleicht. Ach, der tuckert ja so oder so einfach durch. Das ist okay. Der Quantencomputer ist hier irgendwie ein Problem. Liefere ich da noch keine? Von der Arktis? Oh, minus 27. Oh, Leute, ich glaube, ich weiß, was wir noch machen müssen. 27, aber das könnte uns nochmal einen richtig schönen Geldschub geben. Wenn wir die liefern. Entschuldigt. Ich habe hier ein Lager. Wir könnten ja, haben wir gesehen. Was brauche ich dafür? Ich glaube, ich brauchte dafür auch noch Diamanten, ne? War das nicht so? Diamanten? Plus 4 ist jetzt auch nicht so pralle gut, aber die kann man nachher nochmal holen gehen, wenn wir wissen, wie viel wir so in etwa brauchen. 27 hatten wir gesagt, sind wir im Minus. Und für die Quantenroboter, wir haben ja, Quantencomputer, wir haben ja auf jeden Fall irgendwo schon mal welche gebaut, hier, ne? Ich baue jetzt einfach alles aus. Stell fest, dass ich dann natürlich wieder keinen Strom habe. Oh, hier kann ich noch weiter ausbauen. Grenze erreicht. Frisst auch mal richtig fett Strom. Oh, ist ja auch wieder schön hier. So, und du brauchst Molybdän, ne? Was sonst? Und Diamanten? Reicht das so von der Länge? Ist das die gleiche Länge? Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Aber das stellt jetzt nur die Kühler her und du stellst die Prozessoren her. Und wo zum Henker baue ich das hier? Ist bestimmt das andere, ne? Ist die Hardwarefabrik. Ah, Mist. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja, kümmern wir uns sofort drum. Ich baue jetzt erstmal alles aus und dann gucken wir mal, auf was wir denn so kommen. Reicht natürlich nicht. Okay.
Strom ist eine einzige Katastrophe. Strom ist immer noch eine einzige Katastrophe. Wie viel Strom frisst du? Es geht eigentlich, ne? Aber du kriegst nur 4, wann es dann besser aussieht. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ich hatte doch jetzt irgendwo... Hier. Und jetzt reicht das Methaneis bestimmt nicht mehr. So, wo hatte ich das jetzt vorhin? Nee, hier. Der ist voll ausgebaut und der ist noch nicht voll ausgebaut. So, plus 1. Sollte funktionieren. Molybdän ist auch noch okay. Deuterium ist immer noch... Wieso? Ach, weil wir das auch, glaube ich, für die... Brauchen wir das auch für die... Dingsproduktion, für die Computerproduktion? Und ich habe das jetzt einfach übersehen. Diamanten. Ah ja. Methan ist ein Deuterium. Und wir brauchen jetzt noch Diamanten. Und wie viele Diamanten haben wir denn jetzt im negativen? Auch eigentlich nur plus 2. Das ist jetzt ja nicht so viel. Dafür plus 19. Das reicht übrigens nicht. Obwohl, warte mal. Wartet. Ich mache doch irgendwie schon eine, oder? Oder nicht? Habe ich echt noch keine Route darunter? Die das liefert? Okay. Waren auswählen, ja. Von hier nach da. Stetigen. Informationen. Schaut euch die Bilanz an, Leute. Schaut euch die Bilanz an. Das glaubt einem ja kein Mensch. Das hat ja nochmal richtig fett Asche gekostet. Gerade entschuldigt. Wie sieht es denn sonst hier so aus? Jetzt muss ich glatt mal gucken. Ist das einfach alles so schlimm, weil es alles so schlimm ist? Oder? Okay, das ist natürlich ein Thema. Luxuskost ist ein Thema. Das ist auch ein Thema. Ich denke jetzt darüber mal nach, während ich eine Pause mache und danke fürs Zuschauen und ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, wie ich das hier auseinandergefutzelt bekomme. Aber uns wird was einfallen und ja, bis dahin denn. Tschüss!